Der 4. September, der Caravan-Salon, der letzte Tag, der Sonntag, und wir sind in der Halle von Hümer. Da gehört natürlich Erebar mit dazu, eine der ältesten Wohnmobilmarken der Welt, Wohnwagenmarken, so muss man sagen. Das Ganze ist noch made in Germany. Mhm. Guck dir mal das Design an, komm mal mit mir zurück, dass wir ja das mal gesamt sehen. Das sieht doch so aus, als könnte es irgendwie von der Oma noch vererbt sein, oder? Aber richtig süß. Es ist voll Vintage, es ist klein und das Coole ist, es hat ein Aufstelldach. Siehst du es oben drauf? Ja. Und weißt du, wen das wieder interessieren wird? Meine gute Freundin, die Maria. Die würde jetzt sagen, geil, nämlich. Sofort. Ja. Die Maria. Ja. So, und die Maria hast du ja kennengelernt. Du hast gesagt, wir würden ja mal einen Trip zusammen machen, die Maria und du. Und der Wagen, der polarisiert natürlich. Und viele sagen, das wäre genau unser Ding hier mit dem Ding, glaube ich. Ja, aber du musst immer zweimal hingucken. Die Fahrräder kannst du hier vorne drauf machen. Das ist so. Du hast ein sehr, sehr leichtes Fahrzeug hier mit drin. Du hast das Aufstelldach, was für Leute wie mich natürlich wichtig ist, für dich nicht. Schauen wir gleich. So, 1050. Ich muss sagen, ich finde den Preis happig für das kleine Ding. Es ist Handarbeit. Es ist wirklich, also du baust auch keine 10.000 davon. Ja. Das Ganze ist so aufwendig von der Fertigung, dass du jedes Teil einzeln fertigen musst. Guck dir hier mal an die Fenster, wie das alles gemacht ist. Das ist keine Massenfertigung. Die meisten fahren auch noch, das ist das Schlimme. Das heißt, die sind gebaut für die Ewigkeit und das schmeißt du ja nicht weg, so ein Ding, oder? Nee, wirklich nicht. Das ist also wirklich außergewöhnlich. Der Touring, das ist der ganz, ganz kleine. Die Leute sind auch drin. Du hast ein IS-Kühlschrank mit drin, so sieht das Aufstelldach mit auf. Da hast du Lüftungsschlitze mit drin und das Gummi, das kennst du schon, ne? Ja. Das zieht das Ganze zusammen, genau, sodass nichts eingeklemmt wird, wenn du da bist. Und wir schauen mal ganz kurz ins Fahrzeug rein. Wie ist das Raumfeeling in so einem Fahrzeug drin? Ich darf mal ganz kurz reinschauen ins Fahrzeug, dass wir das mal sehen. Denn es ist so, dass sich mehrere Leute gleichzeitig aufhalten können. Aber viele gehen hier rein. Die kleine Anhängelast, die hier mit drin ist. Und dann ist es ganz goldig. Man kann auch gut sitzen da drin. Geht's? Einigermaßen? Ja, geht. Also das ist da drin. Auch mit langen Beinen. Auch mit langen Beinen. Ich darf das mal kurz zeigen, deine Beine? Ich zeig nur die Beine, dass wir das mal sehen. Ihr seid große Menschen. Ihr habt eine Sitzgruppe hier drin, die direkt dort vorhanden ist. Du hast einen Kleiderschrank. Jetzt kommt das Besondere. Hier ist jetzt keine Dusche mit drin. Also diesen Tod musst du natürlich sterben, ja. Das ist auf dem Campingplatz, wenn du hier bist, auf dem P1, duschst du natürlich außen. Aber viele benutzen das ja, ich sag mal, wirklich als Übernachtungsmöglichkeit. Und wenn du draußen bist in der freien Natur, vielleicht nimmst du einfach die Außendusche. Das ist dann auch mal ganz gut. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, vielleicht kennen einige Zuschauer die wilden Hühner. Ja. Das erinnert mich daran irgendwie so. So, das ist auf dem Dach 1,83. Ich kann stehen, aber wir zeigen gleich nochmal einen mit Dusche. Der ist wirklich einer der kleinsten. Alles ganz neu gedacht. Also das heißt, das alte Modell quasi aufgehübscht. Ja, aber trotzdem irgendwie, ja, niedlich einfach. Niedlich? Ja. Okay. So wie die Zuschauer mich immer finden. Niedlich. Guck mal hier, eine Truma-Therme. Auch die gab es schon 1970. Also das ist wirklich ein Relikt aus alten Zeiten, aber in der neuesten Technik. Und hier die Küche. Die ist wirklich riesengroß. Ja, mit also für den Raum, den man hier hat, ist die wirklich groß. Natürlich mit AES-Technik, ja. Denn hier jetzt einen Kompressor reinzumachen, das wäre Frevel in so einem Kühlschrank. Das heißt, du kannst ihn mit Gas 12 Volt, 230 Volt betreiben. Oberschränke ja, in Kühlschrank an, riesengroß, ja. Der Ted Ford. So, und drei Flammen Kochfeld hier mit drin. Kann mal gucken, zwei Flammen mit Piezo-Zündung und ein großes Spül. Becken mit drin. Das ist groß. Ihr wollt raus? Nee, ihr wollt noch ein bisschen sitzen. So, das ist so. So, wir gehen raus. Das ist er. Großer Innenraum und dann noch eine Sitzgruppe an der Seite. Und so eine kleine praktisch Reminiszenz an die vergangenen Zeiten, die du ja noch gar nicht erlebt hast mit 22 Jahren. So, komm, wir gehen mal raus. Der Preis ist natürlich, du hast es eben schon gesagt, das ist eine Stange Geld für so einen Wohnwagen, aber mein Gott, du kriegst dafür auch wirklich ein ganz exklusives kleines Fahrzeug. Hier, guck mal, hier mit der Hand gearbeitet in Deutschland. Da hast du es mit drauf. Ja. So, wir gehen mal raus. 4 Minuten und 18. Das ist er. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wie er heißt. Er heißt Erebar Touring 310 Legend. Da ist er mit drin. Und vorne noch der Gaskasten und das Riffelblech mit. Halt. So rum. Mit einem Knott-Fahrwerk. Ja, du siehst in letzter Zeit immer mehr Knott, muss ich sagen. Also normal stehen ja diese Fahrzeuge auf Alco. Das ist ein Fahrwerkshersteller. Das heißt also, das Fahrgestell unten drunter ist in dem Fall von Knott. Und es gibt ja ganz viel Alco, aber Knott hier in dem Fall verwendet. Okay.
Die Profis, die wissen das, ja. Also Länge 5,6 Meter, Breite gerade mal 2 Meter. Ja. Ja, das heißt, du kannst ihn sogar mit deinem fahren und technische zulässige Gesamtmasse sind 1050 Kilogramm. Ich denke, das ist speziell auch für kleine Autos da. Ja, danke fürs Einschalten auf dem Caravansalon 2022. Hier ist Simone. Vielen Dank. Tschüss. Danke, danke. Ciao.